Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Ja, ich habe ja jetzt ein Ende gemacht mit, oder kein Ende, weil ich werde darüber noch sehr oft reden, über diesen neuen Bund. Aber bevor halt diese Feiertage anfangen des Herrn, will ich, dass ihr das wirklich versteht, weil die ganzen Feiertage sind halt verbunden mit diesem neuen Bund. Und wenn natürlich niemand diesen Bund predigt, dann versteht man ja auch nicht diese Feiertage sehr gut. Und deswegen will ich das tun, ja, damit ihr das Ganze etwas versteht mit diesem neuen Bund. Und heute aber will ich wieder über diesen Gog und Magog, ja, Krieg reden. Von Ezekiel 38 und Offenbarung 20. Das sind die Grundlagen. Ich habe weiterhin geforscht. Natürlich, der Heilige Geist hat mich geleitet in meiner Bibel. Und er hat mich dann wieder nicht nur zu Jeremia gebracht, den ich ja schon mal vorgestellt habe, Jeremia 33, da steht es ja auch wieder, dass die Leute sich dann sicher fühlen, wenn das tausendjährige Reich hier ist. Da fühlen sich die Leute sicher. Sie sind in, ja, sie fühlen sich halt in dem neuen Jerusalem und um Jesus Christus und seine Regierung sicher. Und ich habe jetzt wiederum in Sacharja, hätte ich eigentlich auch das letzte Mal sagen sollen. Sacharja schreibt es auch sehr gut. Und zwar Sacharja 14. Da schreibt er eben von dieser Schlacht vor dem tausendjährigen Reich. Ja? Und er schreibt halt hier von dem Tag des Herrn. Und zwar fängt es gleich 14, Kapitel 14 an. Da sagt er gleich, und ich habe hier die Schlachter und da steht es, ja, etwas komischer. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Über wen redet er hier? Deine Beute. Er redet hier von Jerusalem. Wenn wir weiterreden, da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird erobert. Und die Häuser werden geplündert. Und die Frauen geschändet. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Hier beschreibt er eine Schlacht, einen Krieg. Und zwar, siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Ich habe natürlich wieder andere Übersetzungen, gerade hier meine englische, da steht halt, der Tag des Herrn kommt. Ja? Der Tag des Herrn kommt, steht bei mir. Das heißt, das ist am Anfang von dem Tag des Herrn. Also ihr müsst dann wieder eben das ganze Kapitel lesen, um alles zu verstehen. Aber was mich halt stutzig gemacht hat oder was der Heilige Geist mir gezeigt hat, eindeutig, dass nachdem eben er bestreibt hier, diese Schlacht habe ich ja schon angefangen. Wenn der Tag des Herrn anfängt, passiert der Zorn Gottes. Ja, passiert der Zorn Gottes. Und wir können diese Schlacht sehen in Offenbarung 16. Da wird diese Schlacht beschrieben. Und das ist die Harmageddon-Schlacht. Da wird wirklich Jerusalem zerstört. Und nein, der Herr kommt ihnen nicht zu Hilfe. Sie werden, wie gesagt, hier
geplündert, die Beute wird zerteilt in ihrer Mitte, die Frauen werden geschändet, ja, und die Hälfte werden in Gefangenschaft abgezogen werden. Ja, eindeutig, das hier ist nicht der Gog und Magog-Krieg, weil während dem Gog und Magog-Krieg wird Jerusalem nicht eingenommen, weil Gott selber eingreift. Sie werden nicht geplündert, ja, weil Gott sie eingreift. Aber danach, und wir können das alles lesen, danach kommt ja Jesus mit seinen Heiligen in den Wolken. Und das sehen wir in 5. Ja, 5, das letzte, der letzte Teil in 5. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm oder mit dir, mit ihm. Ja? Der Herr, mein Gott, wird kommen. Wer ist das? Gott selber? Natürlich, Gott selber im Fleische, Jesus Christus. Er wird dann in den Wolken kommen, aber wer wird mit ihm sein? Die Heiligen. Ja? Wir sehen also jetzt das Ende der Schlacht. Ende der Schlacht. Dann wird eben Jesus Christus kommen. Am Ende von dem Zorn Gottes, wenn diese Schlacht vorbei ist, wenn alle Nationen besiegt sind, wird eben Jesus Christus kommen. Und dann schreibt er, fängt er halt an, was dann passiert, das tausendjährige Reich. Und das fängt dann am 8 an. Und es wird geschehen an jenem Tag wiederum. Vergesst aber nicht, Tag des Herrn. Wir reden hier vom Tag des Herrn. Ja, das ist nicht ein Tag. Die Schlacht wird nicht in einem Tag da vollzogen. Und an einem Tag, am gleichen Tag fließt dann das Wasser in Jerusalem. Nein, das ist ein Tag, der Tag des Herrn ist 1000 Jahre. Das heißt, die ersten Jahre von diesen 1000 Jahren wird dies geschehen. Der Krieg dauert ja länger. Ich denke, ich weiß es nicht, wie lange, aber der Zorn Gottes dauert mindestens 4 Jahre. Ja, mindestens. Und danach eben zeigt sich Jesus in den Wolken mit, wie wir hier sehen, bei Jesaja. Also ich finde Jesaja 14 unheimlich gut, sehr gutes Kapitel. Er beschreibt sehr viel und da kommen halt seine Heiligen mit ihm, die jetzt, also die während dem Zorn in den Städten sind, also in den Wohnungen sind, im neuen Jerusalem sind. Und dann kommt das neue Jerusalem herunter. Und dann lesen wir in 8, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem aus fließen. Die eine Hälfte in den östlichen, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Ja? Also steht hier eindeutig geschrieben, dass nach dieser Zerstörung für Jerusalem, ihr könnt das alles lesen, weil Jerusalem wird sogar durch ein Erdbeben zerstört, ja, durch ein Erdbeben, ja, nein, es bleibt nicht ganz, es wird zerstört, total, durch ein Erdbeben. Und dann kommt eben dieses neue Jerusalem herunter und von da aus fließt halt, wie er sagt, diese Wasser, lebendiges Wasser, ja, von beiden, also auf beide Seiten. Und dann hört zu, jetzt kommt genau das. In Vers, das ist es, 11. Ich habe hier meine Bibel, weil ich es da drin gefunden habe. Jetzt muss ich natürlich das mit meiner Bibel hier vergleichen. Und dann gehen wir zu 11. Und da steht, und sie werden darin wohnen, und es wird kein
Bann, Fluch, Fluch mehr geben. Und Jerusalem wird sicher wohnen. Ja, sicher wohnen. Hier steht Zerstörung. Es wird keine Zerstörung mehr geben. Also in meiner Übersetzung, englischen Übersetzung. Es wird keine Zerstörung mehr geben. Das ist King James, die neue King James, die ich habe. Aber Jerusalem wird in Sicherheit leben. Ja? Und das ist mir halt einfach bewusst. Also ich, jedes Mal, wenn ich das einfach lese, dieses Wort, Safety. They will live in safety. Sie werden in Sicherheit leben. Genau das sagt nämlich der Ezekiel in 38. Dass sie in Sicherheit leben. Sie haben keine Wände oder Mauern. Sie haben keinen Schloss. Ja? Das ist heute nicht der Fall. Aber da war es der Fall nach dem tausendjährigen Reich. Und dann steht in 16, hör zu, was während dieser Zeit passiert. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von allen Heidenvölkern, warum die übrig gebliebenen Leute? Ja, weil alles zerstört worden ist. Durch den Zorn Gottes werden die meisten Leute umgebracht. Und die Leute, die ja Gottes Feinde waren, also Gott nicht angenommen haben während dieser Zorn Gottes, die sind dann ja tot und sie werden nie wieder auferstehen. Die, die an Gott geglaubt haben, an Jesus gefolgt haben, die werden die 144.000 Versiegelte, die werden wieder leben. Sie werden wieder einen menschlichen Leib bekommen, aber sie werden nicht Teil der Braut sein. Und deswegen steht hier, und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, der Herrn, des Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Ja, dieses Laubhüttenfest, das letzte Fest, hier gehen wir wieder zu den Festen, ja, ist das letzte Fest, das erfüllt wird. Ja, das allerletzte. Und dieses Laubhüttenfest wird jedes Jahr, das ist die Erfüllung, wenn Jesus Christus hier ist. Das hat ja mit Zelten zu tun, Hütten. Die werden kommen und in Hütten leben, ja. So viele Menschen, Zelten. Aber jedes Jahr werden sie kommen und mit dem Herrn das Laubhüttenfest feiern. Ja? Und hier wissen wir eben, dass das das tausendjährige Reich ist. Es wird geschehen, dass jenige von den Geschlechtern der Erde, dass sie das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, der Herrn, der Herrscharen anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Ja? Das wird während dem tausendjährigen Reich sein. Und vor dem tausendjährigen Reich ist eindeutig, dieser Armageddon-Krieg, wo Jerusalem zerstört wird. Danach werden sie in Frieden wohnen. Sie kennen keinen Krieg. Sie werden wieder aufbauen, weil ja alles zerstört war. Sie werden wieder von vorne aufbauen. Ja? Und wir sehen das immer wieder, dass sie eben aus dieser Zerstörung herauskamen. Das sehen wir. Ja? Und deswegen wissen wir ganz genau, dass dieser Armageddon-Krieg am Ende passiert. Also auch wenn wir nicht 20 hätten. Also Offenbarung 20. Normalerweise müssten die Juden das auch hier genau sehen. Natürlich sehen sie es nicht, weil sie nicht den Heiligen Geist haben. Das ist ganz eindeutig. Aber sie müssten das sehen. An Zacharia müssten sie das sehen. Dass dieser Krieg,
dass da ein, dass zwei Kriege da sind. Ja, zwei Schlachten. Eine vor dem tausendjährigen Reich, haben wir ja hier gesehen. Der Tag des Herrn wird kommen und der Tag des Herrn ist 1000 Jahre. Und da wird zuerst diese Schlacht sein, Harmageddon-Schlacht, wo alle Völker zerstört werden. Das Tier aus der Erde wird zerstört, das Tier aus dem Meer wird zerstört, die Könige vom Osten werden zerstört. Russland wird vorher zerstört, vor dieser Schlacht. Ja? Vielleicht sind da dann noch einige da, die vielleicht dann mitkommen mit den Königen vom Osten. Aber als wirkliche Nation wird es hier nicht angeführt. Weil ich halt denke, und das ist wieder, weil ich halt denke, ja, eine Annahme, es steht nicht in der Bibel, ich finde das nicht in der Bibel, dass halt Russland zerstört wird in Europa, wenn sie Deutschland überfallen. Da wird eben die NATO das nicht zulassen, dass sie noch weiter vormarschieren und wird sie dann da kaputt machen. Und da wird natürlich auch Deutschland zerstört werden. Der größte Teil Deutschland. Und was da nicht also umgebracht wird oder zerstört wird, es wird dann während der dreitägigen Finsternis zerstört werden. Und das ist auch in der Bibel. Steht zwar nicht da dreitägige Finsternis, aber es steht Finsternis da, wo im fünften, ich glaube, es ist im fünften, in der fünften Zornschale. Ja, lies das. Fünften Zornschale und vergleich das mit der fünften Posaune. Ja, nochmal, fünfte Zornschale, fünfte Posaune. Da könnt ihr die vergleichen. Da ist diese Dunkelheit. Und es ist eine ganz schlimme Dunkelheit. Ja? Ganz viele werden da halt umkommen. Ja, so wird es wohl denen ergehen in Europa. Na gut, in Deutschland. Und zwischen Russland und Deutschland, diesen Ländern. Ja, ich denke schon, dass es halt so kommen wird, meine Lieben. Aber wie gesagt, wir haben halt heute immer noch ganz viele Leute. Das sind die meisten, ich habe ja das schon so oft gesagt, die meisten Leute, ja wirklich die meisten Leute, 80% mindestens, sind von der Dispensationslehre beeinflusst. Ich sehe das immer wieder und immer wieder. Und wenn ihr euch das nicht, wenn euch das nicht, wie nennt man das, bewusst wird, ja, dass ihr höchstwahrscheinlich von der Dispensationslehre beeinflusst worden seid, ja, dann geht ihr in die falsche Richtung. Und dann legt ihr die Bibel aus. Das heißt, eure Annahmen über die Bibel sind immer falsch. Warum? Weil ihr nicht lest, was da steht. Weil ihr nicht nachforscht. Gott benutzt immer zwei oder drei Zeugen, ja, um etwas zu beweisen. Und nicht, ah, ich nehme jetzt das an. Sondern er benutzt Zeugen. Der Heilige Geist leitet uns. Wenn ihr nicht den Heiligen Geist habt, dann müsst ihr wirklich mit Jesus Christus verbunden sein. Und ihr könnt nur verbunden sein mit ihm, wenn ihr ihm auch wirklich nachfolgt. Ja, ich habe jetzt, wie viele, vier, fünf Videos gemacht über diesen neuen Bund. Und ich habe gezeigt eindeutig, was ihr zu tun habt. Oder nicht alles. Nur ein ganz kleiner Teil. Aber wenn ihr die Briefe von Paulus liest, dann wisst ihr, wie ihr euch verhalten müsst. Und nicht anhalten bei, ha ja, ich bin gerettet durch Glauben. Ja? Weil dazu gehören auch wirklich Werke. Abraham wurde durch den Glauben gerettet. Aber er hat was dafür getan. Er hat seinen Sohn opfern wollen. Ja?
Wenn er gesagt hätte, ja, Gott, ich glaube dir, und dann hätte er den Sohn nicht geopfert, dann hätte er kein Glaube gehabt. Dann hätte er Gott nicht vertrauen. Ja? Also jedes Mal, wenn wir wirklich sagen, wir glauben Jesus oder wir glauben Gott oder wir glauben, dass Jesus gestorben ist, dann müssen wir ihm auch folgen. Dann folgen eben auch Werke. Dann müssen wir dem Alten absagen und zum Neuen gehen. Ja, ganz einfach. Jetzt bin ich wieder von meinem Thema natürlich abgekommen. Aber Leute, es ist wichtig, ja, dass wir uns dieser Welt entsagen. Und wenn wir dann wirklich den Heiligen Geist haben, dann leitet uns der Heilige Geist im Wort. Ja, dann finden wir diese Stellen. Ihr seht ja jetzt ganz genau diese Bibelstudien, die ich gemacht habe über Gog und Magog. Ja. Ich habe das von vornherein schon gewusst, weil ich eben gewusst habe, Offenbarung 20 ist nach dem tausendjährigen Reich. Eindeutig. Ja? Also, fertig, aus Schluss. Ja, dann können Leute sagen, ja, das ist aber nicht die gleiche Schlacht. Ja, aber das ist die gleiche Schlacht. Natürlich schreibt hier Sacharja auch nicht, ah, das ist nicht die Gog und Magog-Schlacht. Aber er beschreibt sie und deswegen wissen wir, aha, diese zwei Schlachten sind nicht gleich. Ich will euch etwas anderes sagen, und zwar auch über Sacharja, und zwar Sacharja 12. Wenn ihr Sacharja 12 liest, da seht ihr eine Schlacht, die dieser Gog und Magog-Schlacht ähnlich ist. Und ihr wisst ja, diese Propheten sind nie chronologisch. Diese Visionen sind nie chronologisch. Und hier ist halt, in 12 schreibt halt Sacharja über diese Schlacht zuerst. Und es ist eindeutig, Leute, oder eindeutig, also man kann es wirklich erkennen, weil er schreibt hier von Pferden, die durcheinander gemacht worden sind und auch die Reiter sind durcheinander gemacht worden. Und er schreibt halt auch, dass eben Jerusalem sicher ist, dass Jerusalem nicht also eingenommen wird. Deswegen kann ich dann darauf schließen, dass das die gleiche Schlacht ist wie die Gog und Magog-Schlacht. Ja, und so muss man das machen. Ich habe den Heiligen Geist und der leitet mich, aber nicht, ha, jo, ha, ich, heute Abend habe ich eine Vision und dann zeigt mir Gott. Nein, heutzutage zeigt uns Gott in seinem Wort. Ja, er leitet uns in seinem Wort. Deswegen habe ich oft Probleme damit, wenn die Leute Träume haben, das anzunehmen. Weil ich finde halt schon, dass Gott uns genau zeigt in der Schrift, ja, was er meint. In der Schrift. Eindeutig. Und wenn er es nicht zeigt, eindeutig, dann können wir natürlich sagen, okay, ich nehme das an. Ja, ich nehme das an. Der Heilige Geist gibt mir so ein Gefühl, weil zuerst habe ich ja das Gefühl, da kann was nicht stimmen hier. Ja, das ist der Anfang vom Heiligen Geist, der dir sagt, hallo, da stimmt was nicht. Ja, und wenn er dann sagt, aha, da stimmt was nicht, dann müssen wir das nachforschen. In der Bibel. Dann leitet uns der Heilige Geist auch in der Bibel. Und ihr habt ja jetzt gesehen durch meine Studien, dass da eine Zeitspanne dazwischen ist. Es braucht nicht alles auf einmal sein. Ja? Wenn ich aber im Wort bleibe und auf den Heiligen Geist vertraue, dann zeigt er mir das, wenn ich reif bin. Ja? Für sein Wort. Wenn ich reif bin für seine Wahrheit. Wenn ich reif bin im Glauben. Ja? Aber wir müssen was dafür tun. Wir müssen ihm nachfolgen und ihm total vertrauen. Auch wenn wir oft nicht wissen ganz genau, wir vertrauen trotzdem, dass Gott alles in der Hand hat. Ja? Und wir vertrauen auf ihn und dann leitet er uns in der Bibel. Und dann sagt er halt, dass er
zwei oder drei Zeugen benutzt, um uns etwas zu zeigen. Ja, ich habe jetzt schon, was, vier Zeugen. Ich habe Jeremia, ich habe Sacharja, ich habe Offenbarung und dann habe ich halt Ezekiel. Ja, und dann Ezekiel ist mein Grundding und dann habe ich sogar drei Zeugen. Ja, und dann weiß ich auch hundertprozentig, was die Bibel sagt. Weil Gott wird das tun. Er wird immer verschiedene Leute benutzen, Propheten benutzen, auch in der Gemeinde. Ja, auch in der Gemeinde wird er das Gleiche tun. Dass nicht nur einer das glaubt, sondern mehrere. Der Heilige Geist wird die Augen öffnen von mehreren Leuten in einer Gemeinde. Natürlich, da will ich dann vorsichtig sein, weil ich habe ja schon gesagt, die meisten Gemeinden sind wirklich durchsäuert. Und sie predigen ja falsche Lehren. Es tut mir leid. Die sagen dann, ja, das und das sagt die Bibel und sie haben vielleicht ganz gute Lehren, aber irgendwo gehen sie dann trotzdem falsch. Und besonders, wenn sie halt weiterhin an dieser Lehre festhalten, dieser Dispensationslehre. Und diese Dispensionslehre, Teil von dieser Dispensionslehre, ist halt eben auch dieser Gog und Magog-Krieg. Ja? Weil sie Zionisten sind und weil sie sich an Rabbis halten. Weil diese Auslegung über Ezekiel 38 kommt von den Rabbis. Weil die keine Ahnung haben. Ja? Wenn wirklich, sie haben ja nicht den Heiligen Geist. Natürlich kann ich lernen, geschichtliche Dinge lernen von den Rabbis. Aber da muss man vorsichtig sein. Weil die Rabbis sind ja schon 2500 Jahre, gehen sie ja die falsche Richtung. Das hat ja Jesus schon gesagt, als er hier war. Dass sie die falsche Richtung gehen. Ja? Sie folgen Satan nach. Und nicht Gott. Deswegen haben sie ihn ja abgelehnt. Und sie lehnen ihn immer noch ab. Und sie würden ihn immer noch umbringen, Leute. Sie bringen ja auch die Christen um, wenn sie es können. Oder verfolgen sie in Israel. Ihr müsst aufwachen. Ja? Und dann müsst ihr eben lesen und wirklich Gott leiten. Euch den Heiligen, der Heilige Geist muss euch leiten im Wort. Ja, ich sehe halt schon, dass die Dinge sich zuspitzen. Ich weiß nicht, ich habe ja keine Ahnung, es steht da nicht in der Bibel, was wirklich passiert. Ich weiß nur, dass wenn sich die Dinge weiter zuspitzen, dass eben einfach Jesus Christus kommt. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr kommt. Ja, das weiß ich nicht. Aber jedes Jahr hoffen wir, dass er kommt. Jedes Jahr. Wir wissen das nicht. Wir wissen ja nicht, welches Jahr oder die Stunde oder die Zeit. Aber wir wissen, dass er an diesem Fest kommen wird. Und wenn die Zeichen halt schlimmer und schlimmer werden und auch die Zeit vorbei ist, die 2000 Jahre Zeit der Heiden, ja, was ja jetzt bald ist, die Zeit ist vorbei. Wir haben leider nicht die genaue Zeit. Ist es genau 1000 Jahre oder ist es so ungefähr 1000 Jahre? Oder wie hat sich unsere Zeitrechnung geändert? Wir wissen ja das alles nicht. Also tappen wir wirklich im Dunkeln irgendwo herum oder fast im Dunkeln. Nicht ganz, weil Paulus sagt, wir sind im Licht. Und das Licht ist der Heilige Geist. Das ist das Licht. Jesus ist das Licht, der in die Welt gekommen ist, um uns Wahrheit zu bringen. Und da Jesus jetzt nicht mehr da ist, macht das der Heilige Geist. Er hat ja gesagt, er wird uns den Heiligen Geist schicken. Und er ist hier. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, und jeder Gläubige muss den Heiligen Geist haben, sonst ist er nicht Braut. Ja? Sonst ist er eine Braut. Das ist eindeutig. Ihr werdet nicht entrückt, wenn ihr nicht wirklich Braut seid.
Und die Leute, die sagen, es gibt keine Entrückung, werden eh nicht entrückt. Ja? Die glauben nämlich dann nicht, dass sie Braut sind. Und sie folgen ja so und so falschen Lehren. Schade. Es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade, weil die sagen, ja, Jesus ist für uns gestorben. Ja? Die sagen das. Aber sie müssen natürlich auch Jesus wirklich folgen und mit dem Heiligen Geist verbunden sein. Ja, wie eben dieser Weinstock. Ihr seid der Weinstock und ich bin die, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wenn wir nicht verbunden sind, wird der Vater uns abschneiden. Tschuk. Ja, werden wir weggehen, kommen dann weg. Aber ich komme zum Ende. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Liest Sacharja 12 und 14. Also 14 hat ja das handelt es eben von dem Tag des Herrn. Also ja, Tag des Herrn. Day of the Lord. Und dann 12, wenn ihr das lesen wollt und das nochmal vergleichen mit Ezekiel 38. Komme zum Ende, meine Lieben. Oh, das war meine Batterie. Komme nun zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch leiten. Und die Zeit ist wirklich interessant, finde ich. Abwarten, ob der Herr nicht kommt dieses Jahr. Lasst uns immer vorbereitet sein. Lasst uns immer vorbereitet sein. Und dass wir eben dieses Öl in der Lampe haben, diesen Heiligen Geist. Also dann tschüss.